Boah, heute möchte ich echt mal so einen richtigen Kürbis schälen, nur. Das sag ich euch. Warte, ich möchte dir aber erstmal noch nicht zeigen. Ich möchte das nur überraschen. Achso. Hi, ich bin Mirella. Hallo, ich bin Vanessa. Hallo, ich bin die Kelly. Wir haben Messer in der Hand. Was kann das bedeuten? Wir bringen uns gegenseitig. Wir machen eine Wir machen eine Kürbisschnitt. Problem war, wir waren gerade beim Supermarkt unseres Vertrauens und da gab es nur kleine Kürbisse. Deswegen haben wir gesagt, fuck Hokkaido-Kürbis. Butternut. Und wir müssen einfach daraus versuchen, einen Kürbis zu machen. Ich würde sagen, wir toben uns einfach mal kreativ aus und schauen, was wir daraus Schönes zaubern können. Guck mal, Leute, meiner ist beschnitten. Guck mal, die schwitzen, wenn man sie sticht. Oh mein Kommt Gott. Da was Flüssiges raus. Nice. Ah, jetzt habe ich so einen ganzen Gesicht. Okay, pass dich mal mit vor. Ich habe den Lenker. Ich habe mir extra so ausgesucht. Und hier ist was Weißes noch drauf. Das muss ich erst sauber machen. Also ich schnitz meinen mit Behut. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz die Größe einschätzen. Wartet kurz. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier die Kappe ab. Das sieht mir sehr unhygienisch hier oben aus. Ey, das muss man oben zuhalten. Du machst es komplett fein. Was die Education. So macht man das übrigens nicht, Leute. Perfekt. Der schwitzt. Ja, da kommt man manchmal ins Schwitzen. Der ist richtig nervös. Und das ist auch völlig in Ordnung, Leute. Manchmal sind die größer, manchmal sind die kleiner, manchmal sind die dicker, manchmal sind die dünner. Manchmal sind die nackt und manchmal ist da noch eine Haut drüber. Wir müssen uns auch noch über irgendwas anderes unterhalten. Ja. Wann hattet ihr euer erstes Mal? Ich sage, ich kann sehr wenig reden, weil ich bin konzentriert. Ich will nicht, dass mir jemand in die Kommentare schreibt, Mirella weiß gar nicht, wie ein richtiger Kürbis aussieht. Wir wollen doch kein falsches Bild an die jungen Mädchen raussehen. Nee, ich habe hier gerade einen richtigen Druck. Das ist ein bisschen wie eine Mango, ne? Ich will das eigentlich essen, aber ich weiß, dass es nicht schmeckt. Ja, wer weiß, hast du schon mal Butternut gegessen? Ja. So eine richtig butterige Nuss. Oh, was ist denn da drin? Die kann man doch aushöhlen. Hallo. Sieht aus wie ein Popo. Samen. Ach du liebes Ei. Ich weiß auch gerade nicht, was das hier wird. Ich sehe das irgendwie anders vor. Bin fertig. Lass dich nicht verunsichern oder mach, was du denkst, was richtig ist. Von den Freundinnen verunsichern lassen. Nee. Nicht jeder macht's auf die gleiche Art. Also das Wichtigste ist halt einfach, dass man Spaß bei der Sache hat. Und dabei sein ist alles. Und du solltest es mit Menschen tun, die du liebst. Ja. Also die du gerne hast. Ja. Nicht mit irgendwem. Ich würde niemals mit irgendwem Kürbis schnitzen. Weil außer der Druck ist sehr groß, dass man es halt... Ich meine, wenn dann schon der 31. irgendwie dann um die Ecke ist, ne, und man irgendwie noch keinen Kürbis geschnitzt hat, verstehe ich schon, dass man dann ein bisschen Druck... Ja, voll. Aber trotzdem sollte man das nicht so... Vor allem nicht unter Alkoholeinfluss. Ich bin ja so ein Realist, ne? Ich versuche es immer so realistisch wie möglich hinzukriegen. Ich bin eher so abstrakter Denker. Beziehungsweise einfach säglich untalentiert. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso weniger weiß ich, was ich eigentlich tue. Und dann, man sollte bei der Sache auch nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach mal mit dem Flow gehen. Ja, weißt du, einfach sich mal gehen lassen. Ja, ich glaube, meine Skulptur wird liegen. Ich finde es besser, wenn es steht. Das ist echt so unangenehm. So 24-jährige Frauen, die nicht wissen, wie ein Penis aussieht. Da sieht man mal, dass man in der Schule dann nicht mal richtig aufgeklärt wird. Fühlt sich so falsch an mit dem Finger da so reinzuputzen, glaubt sich gar nicht. Kommen die Samen raus, wenn man da so rumstochert. Habt ihr schon mal Butternusskürbis gegessen? Reden wir jetzt wirklich von Kürbis? Kelly! Oh, jetzt bin ich auch zum Samen hervorgedrungen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht mit meinem Samen voll machen. Fertig! Manche sind auch schneller mit dem Kürbis fertig und manche brauchen einfach noch länger. Schon muss man einfach ein bisschen klauen. Bisschen Mut zuhauen. Bisschen pusten. Also ich fand es immer früher total traurig, weil meine Freunde haben alle Kürbis geschnitzt und bei einem Mutter wollte einen ganz normalen Satz sagen. Wir wollten das ein bisschen sexuell machen, aber das ist jetzt so ausgeartet. Ja, aber doch schwierig. Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt eine normale Geschichte ist. Ich will auch nur sagen, dass meine Freunde immer zu Hause Kürbis schnitzen konnten und meine Eltern mir das nicht erlaubt haben. Ich hatte das nie so als Aktivität überhaupt im... Es war nie so ein Ding, was man bei uns irgendwie gemacht hat oder was meine Freunde gemacht haben. Meine Mama hatte mal gerne Kürbis geschnitzt, mein Papa auch. Ich habe nie mitgemacht, dann habe ich ein Video gemacht. Und jetzt Mund auf! Tut mir nicht sehr leid für dich, dass es nicht funktioniert hat mit dir und deinem Kürbis. Aber manchmal klappt es einfach nicht und dann ist auch okay so. Mm. Es gibt noch ganz viele andere Kürbisse auf dieser Welt. Und wenn der erste Kürbis nicht der richtige ist, so... Was machst du da, Vanessa?
Haare. Geht sie aggressiv ran, reinquetschen. Ja, wenn es einmal drin ist, dann soll es flutschen eigentlich. Ja, flutscht auch, ist drin. Das ist halt manchmal das Problem, dass der nicht steht. So. Da muss man dann ein paar Hilfsmittel zur Zahre ziehen und dann steht. Zum Beispiel? Gut zu reden. Du kannst es. Schon steht er. Oh, wir haben richtige kleine Kunstwerke gemacht. Schließt ihr mich gerade aus? Stirb! Alle Jahre wieder kommt ein Peniskind in deine Vagina, wenn wir fröhlich sind. Zu feucht hat und es brennt nicht. Eins, zwei, drei. War ordentlich Teil geblasen, hat auch Leute. Jeder jetzt den Screenshot. Schaut auch bei Kelly und Vanessa vorbei, da haben wir auch ein paar Videos gedreht. Abonniert den Kanal für noch mehr Premium-Content. Ich geh raus mit meinen Mädels. Und wir schälen. Und wir schälen. Und wir schälen.